Hallo, hier ist wieder Bernhard Eschbaumer von der Firma Eschbaumer Forst- und Gartentechnik. Ich möchte euch heute mal den neuen Stihl Akkumäher vorstellen, den großen aus der Zweier-Serie, und zwar ist das der RMA 253. Also der hat jetzt eine größere Schnittbreite, ist aber einfacher gebaut, wenn einer ein bisschen mehr Fläche hat, aber jetzt nicht ganz so viel Geld ausgeben möchte. Der hat schon die Profi-Akkus, oder man kann die Profi-Akkus dazu kaufen. Das heißt hier, oder wenn man die so hat, entsprechend nutzen. Das AP-System gibt es verschiedene Akkus zur Auswahl, oder man kann es auch Set kaufen, je nachdem, was man halt haben will. Gibt verschiedene Ladegeräte, das ist jetzt das ganz schnelle Ladegerät. Man kann aber auch mittleres nehmen oder Standard-Ladegerät. Die ganzen technischen Daten verlinke ich euch wie immer im ersten Kommentar. Da könnt ihr euch das in Ruhe alles durchlesen. Da stehen auch Laufzeiten, welche Akkus und so weiter alles drin. Vom Akku her habt ihr da zwei Fächer. Das eine ist das Fach, wo man für den Betrieb braucht, das hintere. Da steckt man den Akku bloß rein, rastet entsprechend automatisch ein. Wichtig, der Schlüssel muss drin sein, dann kann man auch aktivieren den Mäher. Das zweite zum Entriegeln, hier einfach ziehen, rausnehmen, ist federunterstützt. Das zweite ist ein reines Transportfach. Also wenn ihr zwei mitführen wollt, dann derts ihn da rein und dann derts die Akkus einfach, wenn der hinten leer ist, einfach tauschen. Wirklich einfache Geschichte. Schutzabdeckung, dass da nichts nass wird, wenn einmal ein bisschen Tropfen anfängt. Bei direkten Regen würde ich natürlich nicht mehr mähen, weil das nicht sinnvoll ist. So, dann habt ihr ein stabiles Stahlblechgehäuse. Können wir mal unten reinschauen. Gescheit Stahlmesser, große Öffnung, dass er schön nach hinten in den Korb werfen kann. Ihr habt stabile Stahlachsen entsprechend, gummierte Räder auch schon. Ist halt ein bisschen einfach strukturiert wie die teureren Modelle. Ich sage einmal so, ist super interessant, wenn man nicht so viel ausgeben möchte oder man macht irgendwo am Rand, wo ein Haufen Steinschlag ist, wo man jetzt sagt, man möchte jetzt nicht die mit den Kunststoffgehäuse, die hochwertigeren nehmen, weil man die schottern. Dafür ist der Mäher sehr gut geeignet, würde ich jetzt sagen. Dann habt ihr einen großen oder relativ großen Fangkorb mit einer Füllstandsanzeige. Hier, das ist die weiße Klappe, die geht durch den Luftstrom nach oben und wenn die runter geht, weiß man, dass der Korb voll ist. Zum Ausleeren braucht man bloß die Klappe einfach hochziehen, Korb rausnehmen, ist ein schöner Handgriff dran und hier nochmal so eine kleine Klappe, dass man das Gras dann schöner rausleeren kann. Ihr habt so eine große Öffnung, wie gesagt. Was auch wichtig ist, die Klappe ist so geformt mit Abstand, dass man auch hinten ohne Korb rausmähen kann, wenn es jetzt einmal recht hoch wäre, das Gras. Dann den Holm kann man auch einfach klappen. Ich sage, wir am besten ein bisschen am Fuß drunter stellen, der dann nicht nach unten runterfällt. Dann aufdrehen beide, zweistufig, dass das auch nicht runterfällt. Und hier ist auch nochmal eine Führung für das Kabel, was auch wichtig ist für hier und hier, dass man, wenn man klappt, da nicht so leicht einzwicken kann. Das ist aber ganz wichtig, weil wenn du das Kabel beschädigst, muss man es natürlich erneuern oder es funktioniert nicht mehr. Und dann kann man das Gerät schön zusammenklappen. Ihr könnt es auch zum Lagern so hier nach hinten hochkant nehmen, dann braucht es weniger Platz, oder zum Saubermachen. Man kann es natürlich auch seitlich kippen, das geht beides. Ihr habt hier einen Lüfter zur Kühlung, der läuft automatisch mit, wenn der Motor läuft. Und ihr habt extra so eine Aluaufnahme, die wo als Zollbruchstelle fungiert, wenn man wirklich wo reinmäht, dann schert es nochmal die Zapfen ab, dass nicht so leicht was anderes zu Schaden kommt. Sollte man natürlich trotzdem aufpassen, weil es kann natürlich, wenn es blöd läuft, trotzdem was beschädigt werden. Ihr habt gummierte Räder, also da ist ein Gummi drauf, das leichter rollt und nicht so scheppert, wenn man jetzt übers Pflaster fährt. Ja, mal wieder hochklappen. Also brauchst du bloß einen Drücker, wieder ansetzen und dann einfach festziehen. Also geht wirklich einfach und schnell. Dann habt ihr eine zentrale Höhenverstellung, also ihr könnt es mit einem Hebel alle vier Räder verstellen. Man braucht bloß eigentlich am Holm leicht nach oben ziehen, dass es ein bisschen Gewicht wegnimmt, und dann rausdrücken und dann nach oben oder nach unten gehen.
Also ich empfehle euch von Stufe 4 aufwärts zu mähen, weil umso tiefer ihr mäht, umso mehr Moos und Unkraut kriegt ihr langfristigen Rasen. Also deswegen lieber nicht so tief mähen, das ist aber nicht so zu empfehlen. Ja. Ansonsten, wenn man mähen möchte, Korb einfach reinhängen. Der wird bloß von hinten da in die Führung so nach vorne reingeschoben und da nach unten gedrückt, dann rastet der entsprechend ein. Das ist eigentlich auch ganz einfach, ein Handgriff und dann ist der Korb wieder drin. Das lassen wir nochmal noch laufen, also Akku hinten rein, bis er einrastet. Schlüssel muss drin sein, Deckel zu. Und dann ist vom Prinzip her wie beim normalen Elektromäher. Ihr drückt einfach den Knopf, haltet ihn fest und zieht es. Da sieht man es auch hier. Geht automatisch nach unten, wenn der Korb voll ist. Und was man jetzt auch schön gehört hat, der hat eine automatische Lastregulierung. Das heißt, wenn ihr mäht und der merkt, jetzt habt ihr nicht mehr so viel Last, weil es groß dünner oder weniger ist, dann geht der automatisch mit der Drehzahl vom Motor runter, dadurch braucht er weniger Energie und der Akku reicht euch länger. Macht er automatisch. Das ist das, was man gehört hat, wenn man erst einschaltet, dann geht er voll auf Power. Und jetzt ist er runtergegangen. Also eine ganz gute Sache. Erstens, dann ist er ein bisschen leiser und wenn ihr nicht die volle Leistung braucht, dann hält euch der Akku länger. Ja, ich verlinke euch, wie gesagt, im Anschluss, also im ersten Kommentar wieder die ganzen Links zu den technischen Daten und zum Mäher selber und zu den Akkus, Laufzeiten und so weiter. Könnt ihr euch das in Ruhe durchlesen, was für Kombination vielleicht für euch interessant ist. Ansonsten würde es mich natürlich freuen, wenn es euch bei der Beratung bei mir im Laden vorbeischaut. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, macht es euch, gefällt mir, liked es mir, abonniert es mir, das würde mich sehr freuen. Dankeschön und schönen Abend.